Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute MTA, Multi-Theft Auto, für die, die es nicht kennen, eine andere Version eigentlich für SMP. Mit dabei sind ich, der Mr. Swisszocker und noch jemand. Ja, den Namen darfst du jetzt mal versuchen, selber aussprechen. Auszusprechen, das habe ich vorhin extra nicht getan. Wird umso witziger für mich jetzt. Der Airliner. Na, nicht ganz. Den ganzen Namen. Den weiß ich gerade nicht. ultra gute Vorbereitung, ja, ich weiß. Nee, den weiß ich gerade echt nicht. Für alle, die mich noch nicht kennen, der MMR Landers 11. Der Name ist blöd zum Aussprechen, aber ist halt einfach mein Ingame-Namen und dann habe ich den einfach als YouTube-Name verwendet, deswegen. Ja. Ja. Für alle, die mich. Der Name zu schwer ist. Mein Gott, mein Deutsch ist auch zu schwer. Einfach Airliner oder irgendwie sowas. Genau. Wo bist denn du? Im Flughafen immer noch? Tutorial. Alt, begib dich zu deinem Koffer und drücke Alt-GR. Dann rase ich mal mit meinem Roller zu dir hier. Da. Hallo? Ich werde von einem Truck verfolgt. Oh Gott. Sehr schön. Alle Gegenstände, die du hier erhältst, werden in deinem Inventar gelagert. Drücke die I-Taste, um es aufzurufen. Ich drücke die I-Taste. Ja. Wo verlasse ich den Flughafen? Du musst durch das komische Tor da gehen. Da. Alle, hier sind 280 Leute drauf. 285. Das ist ja krank. Tutorial ist nun beendet. Nun wäre es angebracht, sich im Hilfsmenü erstmal über die Serverränge. Brauche ich nicht. So. Ich bin auf der falschen Etage. Egal, hier stehen genug Roller. Na, fahren wir da mal runter. Ich bleib da mal stehen unten. Drücke X. Und beim L. Roller musst du das, glaube ich, gar nicht. Ja. Und das Licht geht hier auch nicht an. Alles klar. Keine Ahnung, ich habe irgendwie FPS-Probleme. Ich habe konstant 30, so wie ich eingestellt habe. Ja, 23 habe ich. Keine Ahnung. Kann vielleicht sein, dass hier auf dem Server irgendwie zu viele Leute sind und das deswegen ein bisschen spackt. Wie viele hier im Verbindungsaufbau einfach mal drin sind. Ich darf nicht den Fehler machen und die User-Track-Player anmachen, denn da sind ist Musik drin, die ich nicht abspielen lassen darf. Wo? In meinem User-Track-Player. Kannst du hier Musik einfügen, kannst du hier deine eigene Musik hören. Ich muss, glaube ich, mal kurz einen Cut machen, weil ich hier ein bisschen was umgestellt habe. Kleinen Moment. So, da sind wir wieder. Ich bin jetzt wieder beim Noob-Spawn und es hat gar nichts gebracht. Oh, lol. Meine laute FPS, Musik. Meine FPS sind immer noch im Arsch. ich guck mal, dass ich das bis zum nächsten Mal hinkriege. Alter, ist das... Wir haben unser erstes Päckchen gefunden. Weil die Musik hier ist nur übel laut. Weil ohne Fraps habe ich irgendwie 60 FPS. Keine Ahnung, wieso nur 60. Und mit Fraps habe ich irgendwie... Ja, jetzt habe ich 26... Doch, die Mods funktionieren. Echt? Geil. Yep. Das ist ja geil. Normalerweise funktionieren die nicht. Alter, ich wäre hier fast zweimal umgemäht worden. Lass mal irgendwo treffen. Stadtfalle. Wow, Hilfe, ich wurde umgemäht. Danke. Ja, bei mir ist gerade so ein M5 vorbeigebraust und ein Sultan. Wo bist denn du? Bei der Stadthalle. Da komme ich da mal hin. Kann ich den Motor... egal, ist ja nicht mein Roller. Ich muss ja auch erstmal gucken, was ich die ganzen 13 Minuten hier schon gemacht habe. Vielleicht habe ich schon Führerschein, vielleicht habe ich sogar schon irgendwo ein Auto stehen. Das wäre richtig geil. Er hat ja schon ein bisschen gespielt. Herzlich willkommen in der Stadthalle. Hier kannst du neue Scheine erwerben, sowie einen neuen Job besorgen. Dafür schließe ich dieses Fenster und gebe dich den Aktenkoffer nebenan. Okay. Also ich höre stark, dass wir ein bisschen Farmer spielen. Das ist richtig geil, du verdienst so richtig viel. Okay. Und richtig schnell. Ich beantrage mal einen Perso, der kostet auch nur 40 Dollar. Warte, ich bin auch 2 Sekunden da. Führerschein 750, ach du Scheiße. Ja, den mache ich auch direkt mal hier. Gucken, wie viel Kohle ich euch noch auf dem Konto habe. Farmer. Einfache Arbeit, die gutes Geld einbringt. Später auch mit dem Traktor und Mähdresch. Ach. VOW Life, deine Welt wird geladen. Position anzeigen. Ich
Moin. Hallo. Lass mal Führerschein machen, oder? Oder soll ich den Führerschein machen? Dann kann ich uns schon mal hinfahren. Du kannst deine Kohle noch sparen. Ich habe eh keine Kohle für einen Führerschein, von dem her. Dann mache ich ihn schnell, dann kaufe ich vielleicht sogar schnell ein Auto, je nachdem, wenn das geht. Mache ich schnell den Führerschein. Was Ja, darfst du? Auto kostet, glaube ich, relativ viel, aber ich schnapp mir jetzt meinen Roller, wenn der nicht geklaut worden wäre. Ich hab mir den Arbeitsplatz für den Farmer markieren lassen. Ich fahre jetzt mal hin. Okay, ich komme danach. Ich glaube, ich kenne mittlerweile auswendig den Weg. Na, Weshalb ist das Telefonieren während der Fahrt verboten? Ja, weil es Spaß macht. Natürlich. Was tust du da am Stoppschild? Alter, wir brauchen unbedingt ein Auto, das ist ja am Arsch der Welt. Ich weiß. Aber ich weiß, wo das ist. So, ich weiß nicht, wie das hier mit dem Führerschein. Ja. Oh, lol. Wie das hier mit dem Führerschein ist, ob man hier über 80 fahren darf. Gucken. Ja, darf man. Da ist immer so der kleine, aber geile Bug. Fail gefahren, egal. Ich habe ja den Wenn du Vorteil, ich kenne mich ein bisschen aus auf in zwei GTA. Minuten wartest, dann habe ich den Führerschein und ein Auto. Ich mag keine 2 Minuten warten. Dann kann ich mir ein Auto. Können wir uns ein Auto klauen? Dann spielen Klauen? wir hier mal wirkliches Real Life. Ich will zu der Polizei, Alter, nichts mit klauen. Okay, ja, du gut. Jeder hat mal gleich angefangen. Nee, keine Ahnung, von der Fraktion her möchte ich schon gerne bei der Polizei landen. Irgendwann dann mal. Eigentlich ich auch, so FBI, das wäre geil. Na, so. LSPD oder hier Ja, normale für Polizei mich ist mir. eher LSPD. Das ist für mich ein bisschen zu klein, zu minderwertig, sage ich mal. Und Militär, Army ist mir schon wieder ein bisschen zu groß. FBI ist Na. so von jedem etwas, weißt Ich würde gern so halt Undercover-Streife fahren oder sowas. Ja, das wäre FBI. Dann gehen wir FBI. Ne, keine Ahnung, die machen ja eigentlich so Razzien und so Bullshit, ne? Eigentlich gar nicht Machen so. eigentlich alles, es sind so die Idioten für alles. Abbrechen. So, Führerschein habe ich. F11. Jupp, der Weg ist in Ordnung. Alter! Das ist auch Und der einzige Roller auf dieser Erde, der 140 läuft, ne? meine Tradition, die behalte Also. ich auch bei, nämlich dass ich mir einen Zettel schreibe mit Timer stellen und den mal wieder eiskalt ignoriere. Denn ich habe Very ihn good. wieder nicht gestellt. Super. Komm schon, du kommst hier hoch. Ja, super. Ja, ein Roller hat auch Offroad-Ambitionen. Mit dem könnte man problemlos Rallye fahren. Aber nur der von View Real Life. Nur der von Real Life ist ein richtiger Roller. Alles andere ist Pipifax. Ich gucke mal, wie viel eine Tampa kostet. Ich hoffe nicht so viel. Der kostet, glaube ich, ein Tausender oder so. Oh lol, ich habe 1200. Ich will noch ein bisschen was behalten. Ich will nicht verhungern. Deswegen, ich laufe eigentlich generell mit null, mit keinem Bargeld in der Hand rum, dass es sich gar nicht lohnt, mich zu überfallen. Das wer das Ach, jetzt hört. man kann auch überfallen? Ja klar, wenn man in der Fraktion ist. Ist ja Kacke. Ja, als Zivilist ist das Kacke. So, gucken wir mal, was es hier für Drecksautos gibt. Tampa 750, ja, kann man schon mal Wie mache kaufen. ich die Dingens weg? Die Markierung. Ich glaube, die geht einfach so weg. Ich habe jetzt mal eine Tampa ge. Ah, so. Ich habe mir ein Ja, Auto. ist klar, Level 100. Auf dem Feld arbeiten. Ja, das geht schnell, das geht Pro ganz schnell. gesäte Pflanze 7 Dollar. Es geht echt schnell. Normalerweise bin ich es gewohnt, dass wenn ich das Auto gekauft habe, dass ich schon im Auto drinne Wenn du sitze. genug von der Arbeit hast, verlasse einfach die Farm oder tippe slash cancel job. Alles klar. Geil. Die Soundeffekte hier sind schon mal geil. Wenn du das Ja. Auto aufschließt, dann macht es auch echt das Geräusch. Oh, cool. Ich pflanze hier. Keine Ahnung, was das ist. Das Hanf heißt, oder du so. bist schon da. Ich bin schon da. Dann Ich bin muss ich jetzt schon. mal gucken, wo ging es rum. Ich fahre einfach mal hier nur im Kreis rum. Nein, das war doch der falsche Weg dann. Hast du jetzt ein Auto? Ich habe eine Tampa gekauft, ja. Geil. Das war Luftlinie hier ungefähr. Du Scheiße. Mit der Tampa komme ich mir hier gerade richtig minderwertig vor. Ist ein Anfangsauto, was willst du? Boah. Aber Ich wenigstens habe ein. einen Infi ich habe einen Infi gerammt. Und jetzt ist er irgendwie böse auf mich, aber es Scheiß tut auf mir den. leid. Da stehen an jeder Ecke steht irgendjemand rum hier.
Ja, nicht allzu schwer bei fast 300 Leuten auf dem Server. Mein Gott, wie komme ich denn da hin? Ich Da bin muss ich ja. Obdachloser, alles klar. Ich auch. Meine Telefonnummer ist übel lang. Mein Ping ist 19, 40. Wie ist mein Ping? Das ist gut. Warte. Ping ist 40. Ja, das ist so mein Standard-Ping, 40. Müssen wir gucken, dass wir die Karre nicht schrotten, denn wenn wir, die haben die jetzt noch nicht geparkt, das heißt, wir dürfen wieder zum Autohaus zurücklatschen. Ja, wäre von Vorteil, wenn die noch ganz bleibt. Ja, aber eben. Anfangsauto kann man noch nicht so krass Aber du halt kannst mit dem irgendwas einigermaßen kaufen. gut driften sogar. Tampa ist ein richtig geiles Auto eigentlich. Auf den meisten Servern, also bei SMP ist es auf jeden Fall so, dass man für bei eigentlich so also ziemlich allen Servern hat man den Clover als erstes Auto oder als billigstes Auto. Und der ist halt richtig, finde ich, kacke, weil der kommt mit dem Arsch, als gäbe es keinen Morgen mehr und du kannst ihn. Oder ich bin einfach zu dumm, um den einzufahren. Der Tampa, den finde ich eigentlich ganz cool. Und vor allem, den kannst du auch ganz cool tunen. Das So, sieht ich ganz. weiß ja Das nicht, sieht ich ziemlich glaube, gut aus. ich bin gerade irgendwo. Aber ich guck mal, ob ich irgendwie was finde. Ich glaube, ich bin gleich da, oder bin ich jetzt vorbeigefahren? Nein, kann Weiß gerade ich nicht nicht. sein. Ah nein, nein, ich muss da hoch. Oh, ich bin einfach nur, wow, auf der falschen Straßenseite. Oh, jetzt haben sich die FPS wieder erhöht, 36, das geht. Mit dem kann ich mich zufrieden geben. Ich möchte da runter, ohne mein Auto zu zerlegen. Oh! Gott, das ist gerade ein bisschen scheiße hier. $550 haben wir schon. Also knapp 550. Tampa ist aber auch geil für Offroad hier. Eigentlich ist alles in San Andreas geil für Offroad. Du kannst mit allem Offroad fahren. Außer mit einem LKW. Und das wird Außer. auch noch zu gehen zur Not. Was? Zur Not wird das mit dem auch noch gehen. Mit Anlauf? Ja. Oh Kommt drauf Gott. an, wo. So, immerhin bin ich jetzt hier schon mal. Ich glaube, jetzt bin ich auf der richtigen Straße. Jetzt dürfte ich noch 1 bis 2 Minuten brauchen. Ne, ich bin hier so ein Genie, wenn ich so einen LKW-Anhänger habe. Ich schmeiß den jeweils so um die Kurven, dass der irgendwo sich verfängt und dann irgendwie in. Oder wegfliegt. Ja, Das ist das Problem hier bei danach mir. fliegt er dann weg und du kannst darauf wetten. Es ist nirgendwo, aber auch nirgendwo, irgendwo ein bisschen Wasser. Nur ein kleiner Fleck ist ein kleiner Teich, wo halt der Hänger untergehen kann. Ich treffe jedes Mal. Jedes Mal ist der beschissene Hänger im Wasser. Jedes verfickte Mal. Da wäre es schon fast passiert, dass ich kurz vor der Einfahrt die Böschung runtergeflogen wäre. Bist du das da mit dem... Nein, das bist du nicht. Das ist Force Power. Ich Oh. parke das Auto jetzt gerade mal hier. Irgendwie mein Handy nervt irgendwie gerade meine Headset, deshalb mache ich es gerade mal kurz auf Flugmodus. Slash Park. So, das Fahrzeug ist nicht leer. Natürlich ist es leer. Ich habe mein Fahrzeug geparkt und kann ich... Hallo? Bist du blöd? Vielleicht. Da steht, mein Fahrzeug ist nicht leer, aber das ist doch leer, natürlich. So, jetzt schreibt mich irgendwer in WhatsApp an. Man hat ja hier sonst nichts zu tun. Ich laufe hier nur seit 5 Minuten im Kreis und pflanze hier irgendwelches grünes Zeugs, was ultra schnell wächst. Und ich kann mein Auto immer noch nicht taubieren. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich bin ausgestiegen und steht einfach, mein Fahrzeug ist nicht leer. Hä? Die wollen mich hier verarschen. Du musst, glaube ich, drinnen sitzen zum Parken. Ja, geparkt habe ich, aber ich kann nicht respawnen. Dass es wieder ganz wird. Da steht, das Fahrzeug ist nicht leer. Alles klar. Aber ich sitze nicht mehr drin. Ja, dann lass es doch erstmal so und geh arbeiten. Vielleicht ist sie nachher repariert. Ich habe es Aus immer mal abgeschlossen jetzt. Zauberhand. Ja, das ist die Hauptsache. Sonst ist sie nicht mehr da. Ich bin auch schon Farmer? Das ist ja auch geil. Sind wir eigentlich irgendwie in so Parallelwelten oder können wir uns jetzt hier eigentlich gegenseitig abschlachten? Hier könnten wir uns jetzt gegenseitig abschlachten, soweit ich weiß. Wo bist denn du gerade? In welchem, Ich stecke hier in der Röhre.
In welcher? Ah, da, warte, bleib mal stehen. Hallo. Nicht hauen. Ich hab nur die Scheibe kaputt gehauen. So, also das ist schon mal keine Parallelwelt hier. Aber hier bekommst du, glaube ich, $7 pro $7 pro Pflanze und wenn du dann fertig bist, bekommst du nochmal $50 extra. Eigentlich ist es nicht mehr so ein schlechter Verdienst, vor allem muss halt echt nichts machen. Außer halt WASD und drücken und ein bisschen die Maus justieren. Ja, aber das ansonsten auch ein, musst du das wirklich auch, nichts tun. das wäre auch ein Thema. Du spielst mit WASD? Ich bin zu blöd dafür. Mit was spielst denn du? Ich spiele seit meiner Kindheit mit Pfeiltasten. Ich habe noch nie mit WASD gespielt. Wie Ich komme bewegst damit du die echt. Kamera, wenn ich fragen darf? Ja, mit der Maus. Hä? Also ich habe rechte Hand, ist meine Maus, ganz normal, und linke Hand sitzt hier, der kleine Finger sitzt auf meiner Leertaste und hier steuere ich halt mit Pfeiltasten links, rechts, vorne, hinten. So fahre ich auch. Hä? Ich probiere es gerade aus, das irgendwie so zu halten. Das ist ja ich Ich könnte habe das das nicht auch einem machen. Kumpel mal erzählt und gezeigt und gesagt, Alter, was machst denn du da? Bist du behindert? Jeder normale Mensch spielt mit WASD. Das hat echt keiner gerafft mittlerweile. Da bist du ja auch. Davon musst du mal ein Video machen und hochladen, Alter. Das will ich mir anschauen. Nee, ich probiere es gerade aus, Alter. Das geht gar nicht. Ich Meine kann Hände nicht. sind zu klein. Ich kann meinen kleinen Finger nicht auf der Leertaste haben und ich komme nicht mal an die Pfeiltasten ran. Also mit Also einem Daumen vielleicht, aber mit einem Daumen alleine fährt sich's nicht so geil. ich muss nur immer, wenn ich